Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video und wir gehen auch direkt mal auf den Shop, denn der ist auch schon in 2 Sekunden da. Also wieder eine knappe Sache gewesen und heute gibt es die rote Jade zurück. Es gibt die Gaunerin mit dem Gleiter und so weiter. Okay, okay. Und darüber sehe ich schon ein neues Spin-Paket. G2 Coop, wieder ein Spieler wahrscheinlich, den ich jetzt aber gerade nicht kenne. Und das sind die täglichen Sachen. Darunter gepanzerter Batman Zero auch noch da. Wie gesagt, ich glaube, der wird hier auch noch wochenlang bleiben. Und es gibt noch Magma Meister und letzter Lacher. Okay, fangen wir an direkt mit dem Spinnpaket. Und zwar das G2 Coop oder Cup Coop, irgendwie so. Spinnpaket. Ich kenne den Spieler ehrlich gesagt nicht. Da gibt es einmal die Paw Patrolle als Skin, die nice ist. Dann gibt es einmal noch die Spektalhacke, auch schon sehr, sehr alt. Dann gibt es den Billy Bounce, cooles Emote mit Vorbewegung. Und auch noch einen Gleiter, und zwar Arcana. Und das ist damals von einem Live-Event gewesen. Ist auch wirklich ein nicer Gleiter. Und ich habe mal nachgeschaut, ja, das ist ja auf jeden Fall ein Profispieler. Wie gesagt, kannte ich den leider nicht. Hier der Skin ist zurück nach 2 Monaten, die Hake ebenfalls nach 2 Monaten. Der Arcana-Gleiter war vor 3 Tagen am Start und das Billy Bounce Emote vor knapp 2 Wochen. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon zu den weiteren vorgestellten Sachen. Einmal die rote Jade, die sehr oft hier ist, auch die nochmal zurück. Nach einem Monat ist immer noch ein schöner Skin. Dann gibt es die Gaunerin, auch sehr nice der Skin. Die hat auf jeden Fall hier einen 2. Stil bekommen letztens, auch ganz nice. Nach einem Monat am Start nochmal mit dem Halunken und hier diesem neuen, ja, Flügeln auf dem Rücken, ganz okay. Dann gibt es einmal noch die Nachteule und die ist auch nach einem Monat am Start, genau wie der Gleiter. Und dann gibt es noch Komplex, auf jeden Fall sehr viele gemischte Skins hier nochmal am Start, die passen Hacke dazu. Und dann gibt es noch Exil und Farbfleck. Alles hier nach einem Monat am Start, also die Sachen hier sind alle nach einem Monat zurück und nichts Besonderes. Es gibt aber was Seltenes, da kommen wir gleich zu. Und zwar bei den täglichen Sachen gibt es was Seltenes. Vorne erstmal die Synapse nach 3 Monaten knapp zurück. Ist okay, jetzt aber auch noch nichts krass Besonderes. Dann gibt es die Brandungsreiterin, die immer noch nice aussieht. Halt im Sommerlook, auch die nochmal nach einem Monat hier. Dann gibt es die Sternstabhacke und die ist sehr, sehr beliebt. Und auch nochmal nach einem Monat hier. Und dann kommen wir auch schon zum Seltenen, und zwar mein Idol. Das Emote ist zurück nach 484 Tagen und der macht die ganze Zeit diese Handbewegung. Ich glaube, das ist sogar endlos. Und ja, 484 Tage her. Gut selten. Auch heute nochmal am Start. Ehrlich gesagt aber auch kein so besonderes Emote. Dann gibt es Gangnam Style noch hier. Das wiederum ist sehr, sehr nice. Ein Ikonentanz. Ich glaube, diesen Tanz kennt, glaube ich, jeder. Auch nochmal nach einem Monat hier. Und Pizza Party ist ebenfalls nach einer Woche knapp zurück. Auch oft am Start. Der gönnt sich ja die Pizza. Und dann, wie gesagt, der Rest ist geblieben. Und das war es auch schon zum Shop